Die deutsche Welt der legalen Waffenbesitzer ist in heller Aufruhr. Vollkommen zu Recht. Der deutsche Gesetzgeber ist mal wieder dabei, an unterschiedlichen Stellschrauben des Waffengesetzes die Ausübung unseres Sports, unseres Hobbys und unserer Passion nahezu unmöglich zu machen. Die Politik versteht auch nicht so wirklich, warum wir uns so aufregen. Sie meinen es doch nur gut mit uns. Insbesondere Horst Seehofer, Bundesinnenminister. Man hat den Eindruck, insbesondere in der Bundespressekonferenz, dass er noch nicht mal seinen Gesetzesentwurf, den er so vehement verteidigt, tatsächlich gelesen hat und begriffen hat, was dort drin steht. Wir haben im Moment zwei Bereiche, wo angegriffen wird. Wir haben auf der einen Seite das Thema, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass es auch in Ordnung geht, das Thema keine Waffen in die Hände von Extremisten. Dort ist die eine Seite der Gesetzesveränderung, Verschärfung, was auch immer. Auf der anderen Seite haben wir die schon seit 2 Jahren überfällige Übernahme der europäischen Feuerwaffenrichtlinie in nationales Recht. Und das ist die andere Seite, die andere Flanke. Die europäische Feuerwaffenrichtlinie ist eh schon ein absolut undemokratisches, unsägliches Monster. Die tatsächlichen Belange der Betroffenen interessieren die Politik nicht. Bei allen anderen Themen, da sind sie sofort dabei, aber wenn es um uns Sportschützen, Jäger, Waffensammler geht, werden wir kaum noch gehört. Und das ist echt bitter. Wir haben zum Beispiel, wie schon erwähnt, Horst Seehofer. Wir nehmen jetzt mal einfach nur die deutsche Flanke und nicht die europäische. Ne? Der Horst Seehofer. Er geht hin und behauptet tatsächlich, dass in seinem Gesetzesentwurf bei § 4 Absatz 4, die Überprüfung über das fortlaufende waffenrechtliche Bedürfnis, dass nach 10 Jahren die Überprüfung endet. 10 Jahre Mitgliedschaft in einem Schützenverein. Das waren 1:1 seine Worte aus der aktuellen Fragestunde im Bundestag, wie auch in der Bundespressekonferenz. Leider gibt aber der Gesetzesentwurf eine komplett andere, viel dramatischere Aussage her. Nämlich dort sprechen sie 10 Jahre ab Erwerb der Waffe. Und das bedeutet im Klartext, habe ich mir zum Beispiel, wir sind jetzt im Jahr 2019, habe ich mir zum Beispiel Ende 2018 eine Waffe erworben und zwischendrin bis heute keine weitere, dann würde quasi jetzt 2019 keine Überprüfung meines fortlaufenden Bedürfnisses mehr stattfinden müssen. Klingt ja erstmal cool. Bin ich fein raus. Insbesondere die Mitglieder von Schützenvereinen, die schon seit Jahren nicht mehr im Verein gewesen sind. Oder nur noch kaum noch aus Altersgründen oder wie auch immer. Klingt doch erstmal ganz cool. Hey, Horsti ist hinter uns. Nun, gehe ich aber hin und ich habe mir Ende 2008 eine gekauft. Ich habe mir meinetwegen 2011 eine gekauft. Dann startet diese 10-Jahres-Frist laut diesem Gesetzesentwurf bei der 2011 erworbenen Waffe erneut. Das heißt, da endet die Frist der 10 Jahre 2021. Habe ich 2015 mir eine noch gekauft, ist es 2025 und so weiter und so fort. Das heißt, je mehr Waffen ich gekauft habe, desto länger zieht sich dieser Zeitraum hin und er endet gegebenenfalls nie. Ich habe zum Beispiel meine letzten 2 Waffen dieses Jahr gekauft. Das heißt, bei mir endet diese Frist tatsächlich erst 2029. Was soll das? Das ist doch totaler Kappes. Und die Aussage von Horst Seehofer als Bundesinnenminister zeigt deutlich auf, O-Ton, nach 10 Jahren Mitglied im Verein wird nicht mehr geprüft, dass er nicht weiß, was er da hat zusammenschreiben lassen. Und das ist echt übel. Ein weiterer Aspekt ist das Thema Magazinverbote. Wir haben hier verschiedene Aspekte. Wir haben auf der einen Seite, ich sag mal, im Bereich der Kurzwaffen, eine Standardpistole. Revolver können wir komplett außen vor lassen. Eine Standardpistole hat im Normalfall ab Werk ein 17-Schuss-Magazin. Meine CZ P10F, okay, die hat ein 19-Schuss-Magazin. Gesetzesentwurf sagt, 20-Schuss-Magazin bei Kurzwaffen noch zulässig, alles darüber hinaus geht nicht mehr. Okay, ich sag mal bei der Kurzwaffe. Ein 33er-Magazin
Da muss selbst ich zugeben, ich kenne keine Disziplin, wo ein 33-Schuss-Magazin tatsächlich zugelassen wäre. Aber darum geht es noch nicht mal. Sondern ein 33-Schuss-Magazin, wer es haben will, hey, lass ihn doch. Es ist ein beschissenes Stück Plastik und Blech. Nicht mehr und nicht weniger. Bei den Halbautomaten, sprich Langwaffen, sieht das ganze Thema schon ein bisschen anders aus. Da sind wir auf 10 Schuss begrenzt. Wir sind schon seit Jahren hier in Deutschland bei der Nutzung der Waffe auf 10 Schuss beschränkt. Das heißt, das Magazin, selbst wenn es ein 30-Schuss-Magazin ist, muss auf 10 Schuss begrenzt sein. Aber das wird jetzt sogar noch härter ausgelegt, weil der Magazinkörper als verbotener Gegenstand dann quasi zählt. Das bedeutet, ich darf tatsächlich noch nicht mal ein auf 10 Schuss begrenztes Magazin haben, sondern es darf nur ein 10-Schuss-Magazin sein. Sprich der Magazinkörper, also die kurzen Stummelmagazine rein. Man gewährt uns noch nicht mal die Ausnahmen für sportliche Zwecke. So, das bedeutet, der Sportschütze, insbesondere IPSC-Schützen, die ins benachbarte Ausland auf dem Wettkampf fahren, dürfen sich diese Magazine nicht für den Wettkampf zulegen und haben dadurch einen Wettkampfnachteil zu denen, die im benachbarten Ausland die Berechtigung haben, diese Magazine zu besitzen. Und wir sprechen hier über sportlich zugelassene Disziplinen. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wir hatten hier keine Massenmorde, Amokläufe, wie auch immer, bei denen diese Waffe eine Rolle gespielt hätten. Und wir sprechen auch nicht über Kriegswaffen, wir sprechen nicht über vollautomatische Gewehre. Wir sprechen über halbautomatische Gewehre, wo für jeden Schuss der Abzug einzeln betätigt werden muss. Und Optik sagt nichts über den Waffentyp als solchen aus. Das muss man ganz klar sagen. Der Gesetzesentwurf hat noch viele, viele weitere Fallstricke in sich. Aber diese zwei Aspekte sind einer der wichtigsten, gekoppelt mit der wirklich derben Anpassung über das fortlaufende Bedürfnis, nämlich die Erfüllung der 12-18er-Regel, 12-mal regelmäßig, 18-mal unregelmäßig, dass diese weiterhin auf jede eingetragene Waffe zu erfüllen wäre. Das basiert auf einem Urteil aus dem Verwaltungsgericht Darmstadt, das die Waffenbehörde Kreis Offenbach erstritten hat. Und das ist echt heftig. Wenn man jetzt überlegt, habe ich zwei Waffen, 2x18, 36, brauche ich 36 Termine in einem Jahr. Geht noch, ich habe 8 Waffen. 8x18 muss vom Maximal ausgehen, weil es gibt auch mal einen Monat, wo ich nicht auf dem Schießstand kann. Sind wir schon bei 144 Terminen im Jahr. Wie zum Geier soll das ein Mensch schaffen? Man darf auch nicht außer Acht lassen. Ich habe zum Beispiel eine Pistole 08. Diese ist vom Baujahr 1920. Das ist eine historische Waffe. Ich möchte diese Waffe nicht 18 Mal im Jahr schießen, um sie eben möglichst lange benutzen zu können. Je mehr ich sie mit moderner Munition schieße, desto eher geht sie kaputt. Also packe ich sie im Regelfall 2 Trainings vielleicht aus, einmal Wettkampf, vielleicht mal zwischendrin mal zum Sparschießen und das war's. Da werden mal 10, 15 Schuss gemacht und das war's dann. Aber sehr viel mehr möchte ich dieses Ding nicht schießen. Es gibt auch Disziplinen, die man vielleicht nicht im Fokus des eigenen Vereins stehen hat. Oder man hat im eigenen Verein nicht wirklich so die Option, diese Disziplin zu schießen. Und ich bin darauf angewiesen, auf außenliegende Stände auszuweichen. Das ist ein Gesetz, das letzten Endes mit ein Todesstoß für unseren Sport darstellt, weil am Ende des Tages läuft es darauf hinaus, dass wir reihenweise Waffen veräußern müssen, der Gebrauchtmarkt wird zusammenbrechen, weil kein Mensch die Dinger kaufen kann. Weil er de facto nicht die 12-18er-Regel auf jede Waffe anwenden kann, hat er keinen Grund, irgendwas noch zu kaufen. Es kann also nicht funktionieren. Und genau das ist das Problem bei der ganzen Geschichte. Es geht nicht bei dem Gesetzesentwurf oder der EU-Feuerwaffenrichtlinie um die Bekämpfung des Terrorismus, um die Verhinderung des Erwerbs illegaler Waffen. Der legale Waffenbesitzer hat keine illegalen Waffen. Der legale Waffenbesitzer geht auf die Behörde, bei uns in Deutschland, holt sich einen Voreintrag, geht in ein Geschäft und kann sich erst dann die Waffe kaufen. Er wird diese nicht für terroristische Zwecke verwenden. Der Täter in Halle hatte keine waffenrechtliche Erlaubnis. Er hat seine Waffen selber gebaut, aus Baumarktmaterial und einem 3D-Drucker. Man kann das nicht als Grundlage dafür nehmen, das Gesetz erneut zu verschärfen. Aber sie tun es. Deshalb einfach nur meine Bitte, wir müssen weiterkämpfen, wir müssen weiter die Mail schreiben, weiter Briefe schreiben,
und so weiter. Verteilt dieses Video bitte, damit möglichst viele das auch sehen. Manchmal hilft es einfach, wenn einfach mal etwas Visuelles da ist. Sprecht bitte mit euren Landesverbandsleitern, dass die anfangen, endlich mal die Informationen in die Vereine zu teilen, damit auch der Letzte im Verein die Information bekommt. Es reicht nicht aus, diese Information nur auf der Verbandswebseite abzulegen. Sie muss aktiv in die Vereine reinverteilt werden. Und das geht nur, Verband stellt die Information bereit, Landesverband leitet die Information an die ihm angehörenden Vereinsleiter weiter, die Vereinsleiter leiten die Information weiter in die Vereine. Dann wird ein tatsächlicher Schuh draus und dann haben wir, ähnlich wie in der Schule, eine Telefonkette, wir haben eine funktionierende Informationskette und das hätte schon vor 10 Jahren passieren müssen. Passiert es aber nicht. Deshalb geht euren Verbandsfürsten bitte damit auf die Nüsse und sagt es ihnen, fordert es ein und zwar jeder, genauso wie ihr hunderte Mails, tausende Briefe an die Politiker schickt. Schickt sie auch an die von uns bezahlten Vereinsleiter und Verbandsleiter. Denn die sind da, weil es uns gibt, nicht umgekehrt. Wollen wir gucken, dass der Kampf weitergeht. In diesem Sinn, macht's gut.